Das könnte Ihnen jetzt auch passieren, denn bei diesem Lied spielt Mario ein Saxophon-Solo, gefolgt von einem Trompetensolo. Sie sehen aber kein Saxophon und auch keine Trompete. Also würden Sie normalerweise denken, Vollplayback. Oder Iris spielt es an der Orgel. Nein, er spielt es live auf der Gitarre. Er hat da unten 120 Umwandler und die konvertieren das Signal digital. Manchmal spielt er... Lassen Sie sich nicht abhalten. Ich finde es wichtig, wenn alte Menschen auf der Höhe der Zeit bleiben, sprachlich. Manchmal spielt er extra noch einen falschen Ton, damit man merkt, oh, echt? Ne? Aber wenn er keine Lust hat oder pullern muss, dann zieht er das Ding so durch. Ne? Als Kind hatte ich oft einen Traum. Ich saß ganz allein auf meinem Lieblingsbaum. Da kam der doofe Udo aus dem Nachbarhaus und ließ mir die Luft aus beiden Fahrradreifen raus. Und da gab es was, das wünschte ich mir so sehr. Hätte ich nur ein Luftgewehr, dann wäre das gar nicht schwer. Und Udo hätte auch ein Loch im Schlauch. Jahre später, bei mir wuchs gerade der erste Flaum. Ich saß mit Gabi unter meinem Lieblingsbaum. Da ließ der doofe Udo plötzlich seinen Dackel frei. Ob Bosheit oder Eifersucht, es ist einerlei. Er zwickte sie ins Bein. Ich höre Gabi heut noch schreien und dachte, hätte ich nur ein Luftgewehr, dann wäre das gar nicht schwer. Und Udo hätte selbst ein Loch im Pelz. Ich bin heute weit, weit weg von meinem Lieblingsbaum. Dafür in meiner Lieblingsstadt, in meinem Lieblingsraum. Angefüllt mit Männern, Kindern, natürlich Frauen, die alle voller Freude lachend auf mich schauen. Bis auf Sie dahin. Sie haben nicht einmal gelacht. Und ich habe wiederholt gedacht, hätte ich nur ein Luftgewehr. Du, 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 du. Aber die anderen waren toll. Vielen Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Iris Lachwina. Magic Mario.